Hallöche Popöche und damit ein ganz herzlich willkommen zu meiner neuen Folge Fortnite. Mein Name ist Bulldar. Oh mein Gott, sehe ich scheiße aus in den Kopfhörern. Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu Fortnite PvE. Heute wieder mit einer normalen Folge. Wir gehen nach Blankerton, machen dort eine Datenbeschaffung, denn uns fehlt immer noch eine einzige Anomalie. Ich habe so das Gefühl, dass dass wir so langsam ins Grinden reinkommen. Das heißt, Grinden für alle nicht wissen. Das ist mir egal. Okay. Ja. Zerstöre den Imitator. Für alle nicht wissen. Ich kann nicht mehr vielleicht ein Waffen machen. Für alle nicht wissenden unter euch, Grinden bedeutet in diesem Sinne, dass man sehr, sehr oft und sehr, sehr viel das Gleiche tun muss, um weiterzukommen. Und das, ihr Lieben, das Gefühl, und ich habe wieder hier, das Gefühl, langsam, das Gefühl habe ich tatsächlich momentan. Warum rede ich so komisch heute? Ich weiß nicht, das ist sehr heiß. Der Wetterballon landet in 11 Minuten? Geburtstag? Was muss ich denn damit machen? Gönn dir ein Stück. Ich muss Geburtstagskuchen finden. Alles klar. Oh, den lasse ich mal lieber in Ruhe. Und ich habe noch, was heißt, 11 Minuten Zeit, eine Anomalie zu finden. Hat jemand hier vielleicht eine... Wie sehen nochmal Anomalien aus? Ja Gott im Himmel. Ich mach mal Folgendes. Wir fahren mal ein bisschen mit dem Hoverboard. So. So, Enthüllungszeichen. Du hast ein Abzeichen. Entdecke die Karte. Okay, ich muss hier unbedingt eine Anomalie finden. Ja. Did you find the antenna? Nein. Ach, guck mal da. Sehr schön. Sehr, sehr geil. Da ist die Anomalie, die wir brauchen. Zack. Die müssen wir auf... die müssen wir erstmal zerstören. So, und dann brauchen wir auf jeden Fall... Oh. Ah, Hilfe, Hilfe. Lass mich gehen. Lass mich gehen. Passt auf. So. Oh. Kriegen Besuch. Kein Problem. Wir sehen, was starke Munition ist. So. Au, lass mich gehen. Au. So. Lad nach. Ja, komm, mach. Wo kommen die alle her, die Affen? So. So, war's das jetzt. So, vielen Dank. Jetzt darf ich. Jetzt darf ich. Und zwar darf ich mir jetzt holen. Hier diese Plattform. Na. So, einmal dies. Wir müssen uns insgesamt vier Stück müssen wir uns greifen. Vier Plattförmchen. Komm ich da? Nein, da komme ich nicht dran. Ich bin der beste Spieler aller Zeiten. So, jetzt brauche ich wieder hier eine Rampe. Sonst komme ich hier nicht hoch. So, wo ist der letzte? Der letzte Splitter befindet sich hier gefährlich nah über dem Abgrund. So, pass auf. Folgendermaßen machen wir das jetzt. So. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Alles klar. Wir erhalten ein Belohnungsgeschenk und jede Menge Blut. Also das will ich mal alles mitnehmen. Und damit haben wir das geschafft eigentlich, was ich euch zeigen wollte. Wir haben die Anomalie geschafft und so weiter und so fort. Und das heißt, wir müssen den Wetterballon... Sind die eigentlich schon am Verteidigen? Wo landet dann der Wetterballon? Unglaublich. Warum macht man sowas? Warum geht man einfach aus dem Spiel raus? Das ist für mich ein absolutes Rätsel. So, und wie ihr auch schon gesehen habt oder bemerkt habt oder whatever, da steht noch eine Tante, die hole ich gerne mit. Hilfe! Ja, ja. Monster im Anmarsch! Habe ich den Kandidaten gewechselt. Ich weiß, den Helden, weil ich fand diesen komischen Fetten. Ja, und vorne braucht auch Hilfe. Alter. Den fand ich irgendwie langweilig. Also allein. Eine Leinung mit dem Double Jump fand ich das halt schon mega cool. So. Gute Arbeit.
Arbeit. So, Überlebende gerettet. Vielen Dank, vielen Dank. Wir nehmen jede Menge Materialien mit, beziehungsweise so viele, wie wir halt überhaupt noch generell mitnehmen können. Dass hier jetzt eine abgesprungen ist, finde ich nicht so nice. Wir kümmern uns mal um Geburtstagskuchen. Dann müssen wir 5 Stück finden. Wer weiß, finden. Vielleicht, wer weiß, wie lange es die überhaupt noch gibt. So, das nehme ich gerne mit. Und wie gesagt, wie immer, ich werde Sachen dann zusammenschneiden. Das heißt, wie immer, wie seit kurzem. Oh. Gönnen. So, 2 brauche ich noch. Wurden hier auf der Karte noch welche gesehen? Nein. Und der Ballon landet hier und wir haben noch keine Verteidigung drumherum gebaut. Dann sollten wir das jetzt vielleicht tun. Sollten wir das einfach vielleicht jetzt tun? Das ist hier unten? Okay. Ja, dann ein ganz herzliches Willkommen zurück bei Fortnite PvE. Und ja, ich bin dabei. Gerade hier. Hier die Festung zu verteidigen, was kein leichtes ist. Hier gegen diese ganzen scheißen Monster anzukämpfen. So, und ich bin wieder nur zu zweit, was mich richtig brutal abfuckt. So, und ich bin fast down. Ich heile mich mal kurz. So, fuck, Alter. Wir sind nur zu zweit. Wo? So. 60 Sekunden, bis der Bunker online geht. Großer Junge! Munition wird langsam knapp. Hab gar keinen Fall. So. Alter. In Deckung. Wir schaffen es. Wir können es schaffen. Ja, wir haben es geschafft, Alter. Oh, was eine Rettung, ey. Was eine Mission. Weil ich meine Waffen schwing. Alter, es war wieder so close. Guck dir das an. Wir spielen zu zweit. Der Lukas Tolja, vielen, vielen Dank für deinen Einsatz. War mit am Start. Wir haben wieder zu viert angefangen, waren dann nur wieder zu zweit. Es ist wie immer, es ist einfach zum Kotzen, es regt mich so auf. Leute kommen rein, gehen dann wieder raus und verpassen diese Mission halt oder machen mir unnötig das Leben schwer und uns selber. Und ich dachte, wir schaffen es dieses Mal schon wieder nicht. Ich habe das so zusammengeschnitten, ich habe diese Mission insgesamt 4-mal machen müssen. 4 fucking Mal. 4-mal musste ich
diese letzte Anomalie suchen, zerstören, weil immer wieder Leute rausgesprungen sind, weil immer wieder Leute gedacht haben, sie haben keinen Bock mehr da drauf, weil immer wieder Leute gedacht haben, sie können nicht verteidigen, sie haben keine Ahnung von dem Spiel und Gott sei Dank endlich im letzten Versuch. Ich dachte, oh, das kannst du nicht bringen, die Folge muss raus und so weiter und so fort. Es war einfach eine Katastrophe par excellence und ja, wir haben es geschafft, Gott sei Dank. Anomalien zerstören, Plankies raus, haben wir geschafft. Wir bekommen erstmal eine fette Missionsbelohnung, nämlich Beutenlevel 5. Boah, ich kann ja sagen, Leute, ne, es ist unglaublich. Killerstürme, haben wir einen Auftrag abgeschlossen. Was bekommen wir? 100 Gold. Dann haben wir geschafft. Die Rekruten wissen überhaupt nicht, was sie machen sollen. Stimmt schon. Einen besseren Lehrer kann ich mir aber nicht vorstellen. Danke, Ray. Aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Nicht, wenn du auf sie aufpasst. Ich bin kein Superheld, Ray. Ich arbeite dran. Sie brauchen dich, Ramirez. Na gut, ich werde an ihrer Ausbildung arbeiten. Ray, was weißt du über Plank Harbor? Ist das, wo die ganzen Elementarhöhlen sind? Oder der Ort, der völlig mit Zermalmern verseucht ist? Es ist beides. Hab das gerade überprüft. So, jedenfalls haben wir das geschafft. Endlich. Bist du da, Ray? Dein kleiner Kerl hat wohl seine Seele verloren. Das würde ich nicht sagen. Steelwool hatte zu meiner Zeit 6 verschiedene Schlagzeuger. Diesen toten Blick würde ich überall erkennen. Schick deinen Jungen auf ein paar Missionen mit mir. Ich rück ihm den Kopf zurecht. Was meinst du dazu? Darf ich? Naja, jedenfalls haben wir als nächstes Wind des Wandels. Zweimal, wie war es nochmal? Zweimal reite den Blitzmission in einer plus 28 Zone ab. Also mindestens 28. Das war's für heute. Vielen, vielen Dank. Endlich, die scheiß Blankies haben wir geschafft. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst euch ein Abo oder ein Like da. Oder beides. Würde mich sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Pulsar. Vielen, vielen Dank. Bis dann. Ciao.